Hi liebe Leute, heute mal wieder ein neues Fahrtechnik-Video von mir hier auf BikenTV und das Thema hatte ich zwar schon mal in verschiedenen Videos drin, aber ich habe es noch nie so krass hervorgehoben und deswegen möchte ich einfach mit euch beim Thema Kurven nochmal ins Detail gehen und vielleicht sagen, hey, wenn ihr so wie die Profis fahrt, machen wir uns das so, dass wir alles vergessen, was wir über Kurventechnik schon in Videos gesehen haben und uns nur mal darauf konzentrieren, was ich heute mit euch ansprechen möchte. Ihr wisst schon lange, wenn ihr meinen Videos folgt, dass ich immer empfehle, weniger den Fokus immer auf dieses Drücken, Legen, macht das mit den Armen, der innere Arm streckt sich, dass ich da schon lange empfehle, lasst das mal lieber, nimmt den Fokus lieber auf die Körperrotation, das Rad kippt dann mit in die Kurve, da habt ihr auch das Rad mehr geneigt als den Körper, also das ist alles schon viel genannt worden, aber was ich nur mal in einem Video, das verlinke ich unten in dem Geheimtipp-Video, schon mal angesprochen habe, das will ich jetzt hervorheben. Fangen wir das Ganze doch heute mal von unten an, dass wir sagen, natürlich guckt man mit dem Kopf und dann die Schulter dreht mit, das läuft ja alles automatisch, aber wir fangen jetzt mal an, die Kurven unten die Rotation zu starten. Das heißt, mit der Hüfte, da in der Körpermitte und mit den Beinen, ganz wichtig, die Beine drehen immer mit und dann hat man schon durch ganz kleine Drehbewegungen Rotationen, hat man schon den Effekt, dass das Bike sofort in die Kurve geht. Auch bei schnellen Richtungswechseln, nicht nur bei großen U-Turns. Ja, beim Fahrtechnik-Themen wisst ihr ja, man kann auch mal eine kleine Trockenübung machen, sich mal so hinstellen und dann mal ganz kurz spüren, wie ist das gemeint. Das heißt, dass man weniger jetzt den Fokus auf die Schulter leitet, Blick leitet das eine, die Schulter, dass man unten anfängt und sagt, ihr macht da unten mal kleine Bewegungen. Mit der Hüfte, mit den Beinen, testet das ruhig mal ohne Fahrrad, damit ihr wisst, wie sich das anfühlt und dass selbst schon kleine Bewegungen mit der Hüfte, kleine Rotationen schon einen großen Effekt haben. Ich zeige euch das mal auf dem Fahrrad. Also bei der Kurve, dass man sagt, man fängt unten an und natürlich, wenn man das macht, hier unten die Rotation erleidet über die Beine und die Hüfte, hat man sehr direkten Kontakt zum Fahrrad. Und natürlich dreht die Schulter automatisch damit. Man kann das gar nicht trennen. Wenn man jetzt unten hier die Rotation anfängt, dreht die Schulter mit. Und ihr habt die Arme frei für alles, was kommt. Und das Rad will sofort willig mit dahin, wo ihr steuert. Und ihr könnt auch über die Kurbelarbeit sofort eine optimale Traktion aufbauen. Profis fahren ganz viel so. Und ich könnte euch jetzt 1000 Aufnahmen von Profis zeigen, von der Downhill Enduro World Series oder vom selbst im Cross Country. In verschiedenen Kurven sieht man das, nur da Copyright will ich jetzt keinen Ärger kriegen mit den Fotografen und Filmern. Genau, deswegen probiert es mal aus, ich zeige euch noch ein paar Beispiele. Schaut noch mal genau auf die Beine und die Hüfte. Das funktioniert sowohl mit Flatpedals als auch mit Clickies. Achtet mal darauf, dass ihr das wirklich mal testet. Ihr könnt euch einen kleinen Slalom bauen oder einen fiktiven Slalom auf einem Schotterparkplatz, auf einem normalen Parkplatz. Ihr werdet merken, selbst die Traktion wird besser und man kann wirklich mit kleinen Bewegungen schon viel auslösen. Und Profifahrer machen das sehr, sehr viel. Ich war auch letztens wieder bei einem Profi-Event. Das ist ganz witzig, selbst die Trickster, Slopestyler, wenn die einen Trick landen, und die kommen nach der Landung zu weit in die eine Richtung und fahren fast in irgendein Hindernis, was da steht, dann machen die auch nur eine kleine Bewegung aus den Beinen und steuern von dem Hindernis weg. Das funktioniert super gut. Und jetzt möchte ich euch nochmal eine Praxis-Schotterkurve zeigen. Machst du? Also, mit den Beinen der Hüfte eingehen. Ich habe es in dem Geheimtipp-Video schon genannt. Achtet darauf, dass ihr wirklich auch das äußere Bein voll mitnimmt. Und manchmal hilft es total, wenn man mit dem äußeren Knie noch Druck gegen den Rahmen aufbaut, kann es auch die Traktion noch steigern. Also es funktioniert echt eine super Technik. Probiert das Ganze mal aus. Natürlich geht es jetzt hier nicht um richtig oder falsch. Der eine Trainer sagt das und das ist nur richtig und das andere ist alles Mist. So ist es natürlich nicht. Viele Wege führen nach Rom. Aber ich habe festgestellt, viele Profis fahren so, das kann man ganz toll beobachten und wenn man mal Kurse macht oder wenn man mal Kids zuguckt, 12-, 14-jährige Kids, die super gut fahren,
Und man lässt die einfach mal, fahr mal da hinten hin und komm da wieder. Und die fahren eine Kurve. Viele fahren dann auch intuitiv richtig schön, auch mit einer Hüftrotation und mit einer guten Beinarbeit. Und nicht jetzt wie Leute, die aus Fahrt in die Kursen kommen und dann immer schon so mit gestreckten Armen in der Kurve hängen. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe noch zwei wichtige Details, die ich in anderen Videos behandle. Ich will es euch kurz schon mal erläutern und vor allen Dingen verlinken unten in der Videobeschreibung, damit ihr die genauen Videos findet. Einmal das Thema, wie viel muss ich eigentlich einlenken? Da habe ich ein Video in einem Kurvenvideo, in einem aktuellen, habe ich es mal genauer beschrieben, wie da das Verhältnis ist zwischen Einlenken und Radneigen. Und noch ein Thema, wo häufiger mal eine Frage zu kam, das habe ich im letzten Video auch recht aktuell gemacht. Muss man denn die Kurbelstellung, Schuckefuß, je nach Kurvenseite wechseln? Warum ich das weniger empfehle und die meisten Trainer in dem Video unten dazu findet ihr das. Testet einfach mal, probiert es mal aus. Funktioniert wie gesagt eigentlich in allen Kurven und taugt auch für schnelle Richtungswechsel. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt und wir sehen uns im nächsten Video.